Herzlich willkommen, meine Damen und meine Herren, zu Ihrem Knauf Daily zur Wochenmitte. Ja, es ist und es bleibt wackelig und ruckelig an den Börsen, vor allen Dingen beim Leitindex bei unserem DAX, meine Damen und Herren. Gestern lagen wir im Tief bei 11.000 und nur noch 9 Punkten. Also, dass tatsächlich die Marke von 11.000 mal durchbrochen wird nach unten, ja, das sage ich Ihnen ja schon seit Tagen und Wochen, dass diese Möglichkeit durchaus besteht. Das Gefahrenpotenzial, was wir momentan für die Märkte und das nicht nur für den Leitindex, den DAX, sondern international haben, das ist nach wie vor groß und die Zeichen stehen auf Sturm. Auch wenn wir uns heute etwas erholen, der DAX ja heute Mittag bei 11.133 Punkten, das heißt, wir gehen ein bisschen rauf, aber das darf natürlich nicht darüber hinwegtäuschen, dass wir nach wie vor auf Jahressicht fast 14% hinten, 14% unten liegen und dementsprechend dann doch ordentlich verloren haben innerhalb diesen Jahres. Jahres 2018. Ja, wir haben es, wenn Sie es ein bisschen verfolgt haben, in der Bundestagsdebatte von heute auch von den politischen Seiten gehört, dass 2018 dementsprechend dann doch mehr oder minder ein verschenktes, ein Minusjahr war. Für die Politik auf jeden Fall, muss man sagen, und anscheinend für die Börsen nun nach wie vor auch. Was aber nicht heißt, dass ein Investment in Aktien nun mal generell schlecht ist, denn Sie dürfen eines nicht vergessen, meine Damen und Herren, seit 2008 befinden wir uns tatsächlich immer weiter im Aufwärtsmove. Seinerzeit der DAX tatsächlich mal Anfang 2009 bei 3.900 Punkten gelegen. Ja, da lagen wir also dann im Hoch. Ja, nun letztes Jahr immerhin bei 13.596. Aber es gibt keinen Chart, der nur nach oben zeigt, meine Damen und Herren. Wir müssen auch mal aus, wir müssen mal durchatmen. Und das scheint aktuell tatsächlich der Fall zu sein. Ja, die Probleme sind die alten. Wir haben nichts Neues dazu bekommen. Wir haben nach wie vor halt eben das ungelöste Thema des Brexit. Großes Problem natürlich für Europa. Dann haben wir Italien und seine Schulden, seine Haushaltskrise. Naja, und die Quartalsberichtssaison, die hat uns jetzt auch von den Unternehmen her keinen wahrlichen Segen beschert. Da haben wir mehr Gewinn- und Umsatzwarnungen gehört als tatsächlich positive Ausblicke. Da ist man und da bleibt man verhalten und verständlich, dass immer mehr Konzernlenker davon ausgehen, dass die Wirtschaft sich durchaus auch abkühlen könnte. Ja, und diese schlechte Stimmung tatsächlich, ja, die zeigt doch dann noch auf, dass wir mehr Verkäufer als tatsächlich aktuell Käufer innerhalb des Marktes haben. Na gut, bei den Amerikanern sieht es nicht wesentlich besser aus. Der Dow Jones gestern bei 24.545 aus dem Handel gegangen. Das war nur ein leichtes Plus von 0,3%. Amerika ja immer noch im Handelsstreit, im Handelszwist mit China unterwegs. Ja, Donald Trump hat sich jetzt heute zuerst einmal in seine Thanksgiving-Ferien verabschiedet. Ja, und da weisen wir dann direkt darauf hin, morgen bleibt die Börse in den Vereinigten Staaten geschlossen. Das heißt, da muss es der DAX alleine richten. Schauen wir mal, ob das klappt, ob wir eventuell eher ein paar Punkte gut machen können, anstatt noch weiter Boden zu verlieren. Am Freitag ja dann Black Friday in den Vereinigten Staaten. Da hofft man ja darauf, dass die Konsumenten ordentlich weiter shoppen und einkaufen gehen. Aber am Freitag dementsprechend auch nur verkürzter Handel. Das heißt, mit den Amerikanern ist jetzt nicht mehr großartig zu rechnen. Wir haben zwar heute noch einige Konjunkturdaten aus den Vereinigten Staaten zum Arbeitsmarkt, zum Immobilienmarkt und das Verbrauchervertrauen der Uni Michigan. Aber ob das tatsächlich heute dazu hilft, dass der Dow nach oben läuft und uns vielleicht noch ein bisschen positive Kraft gibt, das darf auch durchaus bezweifelt werden. Ja, heute sind vor allen Dingen die Werte gefragt beim Leitindex, beim DAX, die gestern abgestraft worden sind, wie zum Beispiel Covestro, ja, mit einer Gewinnwarnung innerhalb des Marktes, die Aktie daraufhin ja teilweise 5-6% in den Keller abgerutscht, ja, und da sind es natürlich heute die Schnäppchenjäger, die da einkaufen gehen, die da halt eben zumindest mal diese Werte heute dann verbilligt zurückkaufen. Werden wir mal abwarten müssen, ob sich dieses Szenario weiter fortsetzt, aber sollten wir die Marke von 11.000 Punkten nach unten durchbrechen beim Leitindex, beim DAX, ja, dann haben wir die nächste Marke im unteren Bereich bei 10.800 und danach tatsächlich Platz
bis auf die Marke von 10.000. Ja, vielleicht sollte sich der Markt auch endlich jetzt mal auskotzen. Vielleicht sollten wir dementsprechend mal wirklich rapide nach unten gehen, damit wir endlich mal wieder einen Boden finden, von dem dann aus wieder ein Neustart beginnen kann. Also dementsprechend sind und bleiben Sie momentan wachsam. Halten Sie Cash bereit. Wie gesagt, fangen Sie nicht an, jetzt in der Panik zu verkaufen, meine Damen und Herren. Sie wissen, Börse ist ein langfristiges und kein kurzfristiges Geschäft oder Denken. Nein, da muss man in Dekaden denken und nicht von heute auf morgen. Also alles das, was Sie heute im Portfolio haben, was vielleicht ein wenig Verlust hingenommen hat, das kann in 2, 3 Jahren schon wieder ganz anders aussehen. Deswegen erinnere ich immer gerne an die Zeit vom Jahre 2008, als alle der Meinung waren, die Welt geht unter nach der Lehman Brothers Pleite. Und wer sind heute die Gewinner? Alle die, die damals entweder gekauft haben oder aber ihre Werte behalten haben, die nicht panisch auf den Verkaufsknopf gedrückt haben. Die stehen nämlich heute ganz klar immer noch satt im Gewinn, auch wenn das Jahr 2018 nicht so wahnsinnig erfolgreich war. Also in diesem Sinne immer daran denken, Sie sind Langfristanleger und Sie machen mit Ihrer Anlage in Aktien definitiv alles richtig, denn Sie haben nur 3 Sachwerte, Sie haben nur Immobilie, Sie haben nur die Aktie, Sie haben nur Gold, die Ihnen tatsächlich bleibt, denn Ihr Geld auf der Bank bringt Ihnen nun mal gar nichts und macht die Bank pleite, dann ist Ihr Geld weg. Der Sachwert Aktie, der Sachwert Immobilie und der Sachwert Gold bleibt Ihnen nach wie vor erhalten. Also in diesem Sinne, keine Panik bekommen, bitte nicht panisch auf den Verkaufsknopf drücken, nein, aktuell gilt es tatsächlich aushalten und ausharren, Nerven bewahren, Chancen nutzen, wenn einzelne Werte billiger geworden sind, um eventuell hier nochmal das ein oder andere Schnäppchen einzukaufen. Aber bitte auf gar keinen Fall jetzt alles über Bord schmeißen und sagen, die Börse bringt mir sowieso nichts. Das wäre ein absolut falsches Denken, denn alle die, die 2008 ausgehalten haben, das sind die Profiteure nach wie vor von heute. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen auch noch heute einen erfolgreichen Börsentag. Wie gesagt, bleiben Sie wachsam, halten Sie Cash, aber bleiben Sie der Börse auf jeden Fall gewogen.